Jo Leute, was geht's mit dem Schalten? Weiter geht's mit WoT mit den 10ern. Heute wieder der blablabla. Nee, heute der Objekt 268 am Start. Wir legen gleich los, eine Arti. Das ist alles, was ich wissen muss. Und ansonsten alles gut soweit. Und natürlich Aufstellung, Gegner hat mehr Heavies. Das heißt, wir müssen Damage reinhauen, so gut es geht. Okay, dann versuchen wir mal hier was Schönes zu machen. Ich glaube, der Panzer bräuchte auch ein bisschen Tarnung, damit er noch weniger entdeckt wird, aber noch bin ich, sag ich mal, zufrieden, dass er es halt nicht so nötig hat. So, und es gibt halt nur eine Arti, das heißt, wir hoffen mal, dass wir auch nicht die einzige Arti abbekommen. Das ist für ein bisschen schmerzhaft. Die kann zwar mit HE 800, 900 Damage geben, aber sie kann auch halt mit AP 1500 machen. Oder halt mit HE, wenn sie durchkommt, dann macht sie dir noch mehr Damage. Ja, man, ramm mich. Ja, rammen wir uns alle, alles klar. Was macht der Kerl? Keine Ahnung. Okay, dann vor. Wohin fahren wir denn? Wir haben ein Stock ST1, wir haben ein Jagdjäger, weiß nicht, ob das Stock ist. 50B. Okay. Ja, schauen wir mal, ob wir hier auf Distanz arbeiten können. Weil eins, was ich festgestellt habe, bei den Franzosen zumindest, also zum Beispiel beim RL noch, wenn du als TD unterwegs bist, hast du einfach mal den mega großen Sichtfeld. Also du hast zum Beispiel eine normale Sichtweite, das ist der grüne Kreis, und das Scherenfernrohr ermöglicht dir fast doppelt so viel nochmal. Das fand ich halt irgendwie interessant. Aber das werden wir dann aber erfahren. Später. Ja, wir können halt nur so weit gucken, wie es das Spiel uns erlaubt, ne? Vielleicht spottet er jemanden, vielleicht spotte ich jemanden. Ich verliere schon die ersten Leute, das ist gut. Aber ich bin mir ziemlich sicher, da kommen auch welche. Der 50B ist bald oben. Weil wenn er die Leute sieht, sehe ich sie auch. Naja, fast. Fast so nah war ich schon. Da ist er. Der kassiert gerade echt viel. Finde ich nicht sehr cool. Schade. Den zu treffen wird aber eine ganz schwierige Sache. Mhm. Da kassiert er schon. Ja, ich glaube, der. Ups, jetzt habe ich die Taste zu oft gedrückt. Der wird nicht mehr zurückkommen. Nee, leider hat er zu viel kassiert schon. Ich sehe einfach gar nichts. Ich sehe null. Ein gewisser Nachteil. Wisst ihr, das ist halt, was ich auf dieser Map nicht mag. Du spawnst halt hier und dann bist du eigentlich praktisch hier gefangen. Und ich fahre mal weg, weil ich bin in das Sichtbereich vom Gegner, wenn er denn rauskommt. Ja, lieber aus der Entfernung kämpfen, da haben wir ein bisschen größere Chancen zu überleben. Sterben tun wir jetzt auch nicht so schnell, aber ich sehe den ST1 zum Beispiel schon mal. Das war ein sehr trauriger Schuss gerade von dem Panzer, hat mich sehr schnell enttäuscht. Aber wie gesagt, immer auszielen, ansonsten hast du verloren und du kommst nicht weiter. Hier könnte vielleicht jemand kommen. Ihr seht schon sehr viele Gegner hier. Ich fühle mich gerade mega nutzlos. Das ist echt eine unangenehme Sache. Hätte gern auf dich geschossen, aber leider sehe ich gar nichts. Ich erkenne halt nichts, kein Gegner, gar nichts. Aber gespottet wurde ich, aber ich habe ihn nicht getroffen. Ihr habt es gleich gesehen, der Schuss wurde komplett ausgezielt. Und der 50B hat einfach nichts abbekommen. Da kann man sich so viel beschweren, wie man will, leider. Muss man damit rechnen. Ich wurde schon gesehen, also ich bin noch immer im Spot irgendwie drin. Finde ich ein bisschen ganz scheiße vom Spiel, aber
Geschütz geht nicht runter. ...777 Damage, das ist doch was Schönes. Jetzt kassieren wir von da, okay, macht Sinn. 6, 5, 4, 3, 2, 1 und der ist weg. Der ist leider in meinem Sichtbereich tätig. Aber ich habe ihn doch getroffen. Das ist lustig, weil den 50B habe ich nicht getroffen. Und da kann man mir gleich das Verwundern auf. Ich habe ihn in den Nippel getroffen, den einen, aus seiner Distanz, aber den F50B triffst du nicht, weil das Spiel sagt Nope. Aber Durchschlag macht's möglich, habe ich das Gefühl. Also ich sehe gar nichts. Wir sind am Hügel. Ja. Objekt nur 40 sehe ich von hier? Fragezeichen. Nee. Bringt nichts. Zeitverschwendung. Ich wurde irgendwie gespottet vom E75, Leute. Ich wiederhole, ich wurde vom E75 gespottet. Nicht vom ST1, sondern E75 war am Start. Wo er war, keine Ahnung. Und nebenbei, wieso werde ich gespottet, obwohl ich spotten sollte? Nur so als kleine Randinfo. Verstehe ich halt nicht. Wo ist E75? Keine Ahnung. Also, ich bin mir 100 Millionen Prozent sicher, dass der ST1 mich nicht gespottet hat. Da kann man ja streiten. Wir haben immer recht. Es ist immer der Spieler, der schuld ist. Weil seht ihr, ich habe einfach nur... Da habe ich minimal was gesehen von dem. Komm nur raus. Aber wo? Wo habe ich denn was gesehen von dir? E75 immer noch unsichtbar für mich. Ja, schaut euch das an. Der fährt da einfach unten rum. Ich sehe keinen Funken von dem. Aber von dir sehe ich einen Funken. Das hast du verdient, Kollege. 1390 kann mich nicht mal sehen. Das ist ja auch eine lustige Sache. Ja, nicht der 1390, sondern der T49, der kleine. Boah, der bewegt sich zu viel. Das konnte ich leider nicht auf ihn schießen. Das ist noch ein Convoy. Ich seht schon, ich muss gerade echt auf Anal spielen, auf Anal Dev halt. Für mich selber halt persönlich, nicht jetzt, dass ich hier das Team zum Sieg oder so führen will, sondern einfach nur dieses, deine Chancen sind einfach weg. Er steht da hinten. Bleib mal da stehen, Kollege. Was war denn das für ein Bogenschuss? Hallo? Ja, geile Verschwendung vom Schuss. Einfach mal nach oben geschossen, dann nach unten wieder gefallen, sofort. Als wäre die Entfernung so hoch. Ja, sind fast 600 Meter, aber dennoch. Das fand ich jetzt gerade, ehrlich gesagt, lustig. Ach komm. Aus der Hüfte habe ich jetzt drüber geschossen. Na, logisch. Ach, wisst ihr was? Fall mal den Berg runter. Kassieren wir erstmal 400 Damage, obwohl wir nicht mal so viel gefallen sind. Geile Sache. Das Spiel läuft super. Ich bin der Einzige, der mich über das Spiel beschwert, aber ist in Ordnung. E75, kein Problem. Hat mich sofort gesehen, aber hat mich nicht getroffen, weil aus der Hüfte geht nicht so leicht. Ja. Auf wen willst du jetzt gucken? Du bist toter Mann. Objekt 166 ist da hinten. Okay, wir haben gewonnen. Hey, ich hab's überlebt, Leute. Das ist ein Wunder. Muss ich sagen. Krass. So eine Sichtweite habe ich nicht. Meine maximale Sichtweite ist halt. Oder mein Funk, mein Radarfunk ist halt recht scheiße. Da sehe ich halt nicht so viel, was da hinten abgeht. Also sonst könnte ich ja echt über 700 Meter schießen, also das wäre viel geiler. Ja, man sieht ihn da hinten. Der kämpft da sogar. Der Kollege hat ihn gerade irgendwie gesehen. Wir haben 48 km/h drauf und es fühlt sich irgendwie schneller an, als es ist. Aber okay. Wir haben insgesamt 1000 Damage vielleicht, ich weiß es nicht. Das werden wir ja gleich erfahren. War auf jeden Fall zu wenig. Aber ich, wie gesagt, wäre ich da. Ich könnte da schon vorgepusht fahren, aber dann wären wir wahrscheinlich rausgenommen worden, oder? Ja, 2300 Damage. Eigentlich müsste ich da, wo der TVP sein. Und der TVP halt unter mir, aber man kann nicht immer das Beste rausholen, beziehungsweise schnell bin ich nicht, sehen tue ich auch nicht viel. Und verstecken kann ich mich auch leider nicht so gut. Auf so einer offenen Map halt, ne? Die Büsche wurden ja
sind kaum vorhanden. Das war auch mein erstes Mal, wo ich jetzt da gekämpft habe, also da gestanden bin, wo halt der Spawn ist, zum ersten Mal. Eigentlich hat es mir nichts gebracht. Klar, ich habe jetzt da ein bisschen Damage gemacht von, aber seht ihr, ich wurde gespottet vom E75, höchstwahrscheinlich ST1, keine Ahnung, wie der mich sehen konnte. Naja. Und wir kriegen eine Scheiß-Map nach der anderen, das finde ich auch geil. Das ist eine Art, die mehr noch. Und eine Scheiß-Map nach der anderen dazu. Bin ich nicht sehr zufrieden. Eigentlich wäre ich so für Stalingrad oder sowas, keine Ahnung, so Stadtmaps, die wären mir besser. Dann fahren wir links. So schnell es geht, bevor hier alles gespottet wird von der Scout oder so. Und dann kämpfen wir von dem kleinen Berg da. Also, ja, kleine Insel da oder was auch immer. Da schreibt schon der erste GG win. Spieler ohne Erfahrung ist gleich so für mich. Na gut. Go, go, go. Der hier ist 7. Der hat eine gute Position. Aber dennoch wird er irgendwie penetriert. Oh Gott. Nicht gespottet werden, bitte. Der ist schon in meiner Sichtweite. Wieso spottest du mich? Eigentlich sollte er mich nicht spotten, weil ich eigentlich einen der besten Tarnwerte habe, außer die Franzosen natürlich. Die Franzosen lassen wir mal da raus, ne? Die sind immer besser. Einfach ein Blindshot auf den Gegner da hinten. Vielleicht stehen die da schon. Kann man ja nie wissen, ne? So. Wir haben unser ganzes Team komplett geräumt. Das fand ich auch lustig. Aber das ist natürlich ein Problem, wenn der WZ da am Start ist. Sofort gespottet, das ist unglaublich. Nicht mal ich schaff's mit meinem TTB so hart. Oha, ja, hat die überlebt nicht schlecht. Boah, gefährliche Sache. Sehen nichts. Wenigstens fahren ein paar Leute auf den Berg. Ich hätte fast meinen eigenen getroffen, deswegen war ich da ein bisschen am Zögern. Ich dachte, du wurdest schon gespottet. Und 1000 durch Arti, nicht schlecht, ey. Ich sehe null. Also, wenn die hier ungefähr sind, mache ich mir einfach einen Blindshot. Habe ja noch genug Munition für alle Schatzis. Das ist lustig, du stirbst sowieso meistens dann, bevor du deine ganze Munition raushaust. Und wenn du sie halt rausgehauen hast, musst du schon echt sehr gut sein. Ja, die Arti schießt schon dahin. Die wissen schon Bescheid, so ungefähr. Der V steht und schaut auf die falsche Richtung. Oder? Hallo? E75, den man nicht sieht. Denkt wie hinterm Stein ist oder so, keine Ahnung. Drehen, 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 drehen. Wegfahren hier. 6er Arti und 8er Panzer. Zum Glück ist die Arti schon gestorben, weil sonst hätte. Nein, die Arti lebt noch, aber. Ich wurde ges. Ich, ja. Null Kommentar, Leute. Ich bin einfach sprachlos, was das abgeht. 1,5 schon. Uns hat jemand sehr viel beigetragen. Wir sind so schnell gestorben. Ich fahre in die Büsche. Ich werde ganz sicher nicht angreifen. Das ist nicht der Angriffspanzer hier. Das ist dann wahrscheinlich der Objekt 263 eher dafür geeignet, weil er hat die angemessene Nachladezeit auch. Oh, da wäre ein optimaler Busch für mich, aber das packt man schon. Okay, der ist da runtergefahren jetzt.
Ich hoffe, ich sehe da was. Ansonsten wird es ein bisschen unangenehm. Hinter uns ist ein Type 260, der fährt da ganz gut schnell durch. Lass dir Zeit, Kollege. 1,6. Ich habe 0 Damage noch. Wurde aber schon gespottet viermal, glaube ich. Eine ganz bittere Sache. T34 und so weiter. Ja. Unsere Artis treffen halt irgendwie gar nichts. Oder wenn sie dann treffen, nur Scheiße irgendwie. Das ist aber normal, Leute. Das ist das ist halt die Veränderung in WoT. Jeden Patch wird es halt schlimmer, bis jetzt. Und ihr seht schon, der Punktestand wird schlimmer. Steht es so die ganze Zeit so 15-2 für Gegner oder für uns. Es ist sehr selten, dass du mal dieses 15-12 hast oder, keine Ahnung, 15-10 ist auch schon selten geworden. Und ich sehe hier niemanden. Kein Gegner traut sich hier hin. Den 10E5 und 113, das sind alle gefährliche Leute. Also ich greife definitiv nicht an, das ist nicht meine Aufgabe. Normalerweise zweite Reihe oder sogar dritte, aus der man schießt. Aber es sieht eng aus. Also sieht scheiße aus für mich heute in diesem... Also die Maps sind halt echt bitter, weil du kannst nichts machen. Du siehst schon, die Leute werden gespottet und du kannst nichts machen. Du wirst dich wahrscheinlich sogar durch den Busch noch irgendwie gespottet. Fraglicherweise. Normalerweise, wenn man, also so wie ich es halt gehört habe, ob das natürlich stimmt, ist die andere Sache, aber es hat halt funktioniert bei den meisten. Wenn du jemanden spottest, fährst du 15 Meter nach hinten. Und dann kannst du in Ruhe schießen, ohne da gesehen zu werden. Aber der Fall war das noch nicht. 4-10, nicht schlecht. Nicht einmal angekratzt. Nur so 310 Durchschlag. Aber nicht angekratzt. Ja, hey. Jeder kommt bei mir durch, oder? Ja, jeder Schuss einmal durchgekommen. Also der Panzer ist nicht fürs Tanken gedacht, das ist schon klar. Nee, man, diese Maps, man. Ich erinnere mich, es gab eine Map. Ich weiß nicht, wie die hieß. Ich weiß nicht, ob das die Redshire war. Aber die wurde, glaube ich, rausgenommen. Und ich habe mich einfach nur gefragt, wieso? Wieso nimmt ihr eine normale Map raus? Die war, glaube ich, nicht so schlimm. Weil man muss einfach nur die paar Büsche wegmachen und das Campen halt irgendwie vermeiden. Das war's. Dann wäre die Map eigentlich optimal zu spielen gewesen. Aber na gut. Wenn du dich ertrinken gehst, Kollege, dann reporte ich dich. Und das ist der Fall. Dann tun wir das gleich. Zum Glück gibt es auch Strafen für solche Arten Spieler, bald, wenn die sich so vor dem Match trinken, werden sie, keine Ahnung, keine Bannen leider oder so, aber die kriegen halt irgendwelche Strafen, die dürfen halt nicht mit dem gleichen nächsten Panzer ins Gefecht oder so, müssen halt dann warten. So, ein geiles Match, Leute, wir haben 700 Damage gemacht, was mehr hätte ich machen können, keine Ahnung, minus 20.000 Credits, zum Glück habe ich zwei Premium Panzer, mit denen kriege ich das Geld wieder rein, aber es ist einfach kein Spaß dabei gewesen, auf dieser Map zu spielen, weil Scouts spotten, du siehst nichts und du triffst nichts. Spaß. So, dann fahren wir jetzt mal links hoch. Medium haben sie nur einen zum Glück. Das heißt, wir können hoffentlich ein paar Leute dort erwarten. Ungespottet natürlich. Weil wenn ich nochmal gespottet werde, so früh, also normalerweise, meine Panzerstufe sollte niemals gespottet worden sein. Nur so vom Schluss des Gefechts.
wo halt schon wirklich alle meine Leute tot sind, aber nicht am Anfang gleich von Scouts. Klar, wenn die halt, die ist nicht mehr reingerusht, aber die hat mich so ganz knapp, wenn man halt die Kreise hier beobachtet, dann ist ganz knapp am Grünen vorbei und dann hat sie mich sofort gesehen. Das ist natürlich ein bisschen Bullshit, sage ich mal. Okay, dann fahren wir mal hier entlang. Weil du musst halt dahin fahren, wo deine, also mit dem TD musst du halt dahin fahren, wo deine Leute hinfahren, also deine Heavies. Weil so kannst du sie am besten unterstützen, weil alleine kannst du nicht einfach mal vorgehen und spotten, wie es halt im letzten oder vorletzten Patch war, wo du einfach rausfahren kannst. Busch spottest du einfach mal über 400 Meter alleine und das Leben ist gut so ungefähr. Nee, das ist schlecht. So, natürlich werden wir gespottet, das ist unvermeidbar. Wie lange bin ich eigentlich noch im Spot? Eigentlich müsste ich jetzt schon weg sein. Da müssen sie eigentlich schon längst raus sein aus dem Spot. Wieso fährt er zurück? Ich dachte, ihr wollt kämpfen. Oder wollen sie die Maus durchlassen? Das können sie eigentlich gern machen. Na, die werden da jetzt überrascht von einem unserer Kollegen. Ein bisschen unschön. T-57 Heavy, okay. Maus, keine Ahnung, was die gerade macht. Oh, habt ihr das gesehen, der Schuss? Habt ihr das gesehen? Einfach mal. Nach rechts. Wieso nach rechts? Obwohl ich eigentlich genau da hinten schießen müsste. Der Schuss müsste weiterfliegen. Ah ja. Schönes Spiel. Machen wir weiter. Jetzt ging er zu weit. I don't know, Leute. I don't fucking know. Wieso der sich so streut. Ich verstehe das nicht. Ich meine, er hat eine gewisse Streuung, aber ich habe noch nie seinen Scheiß gesehen. Und wir pushen sie einfach da weg. Das heißt, wir können auf den Berg einfach hochfahren. Wenn die sich schon so weit wegpushen lassen, dann auch wenn die Maus da ist, ist ja relevant. Können wir da hochfahren? Und der Kerl hoffentlich stirbt. Ist aber eben gerade Panama nicht durchgekommen. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt lustig gewesen. Da kommt keiner. Dreihundert Durchschlag, Leute. Ich wiederhole: 303 Durchschlag. 303 Durchschlag, nicht durchgekommen. Das Spiel ist total sinnfrei. Hi, Bruder. Ich glaube, ich werde die nächsten zwei Matches gar nichts mehr sagen, Leute, weil das macht mir keinen Spaß gerade. Beim T57 Heavy in seinem Turm nicht durchgekommen, also, ne, nicht durchgekommen. Wortwörtlich, nicht reingekommen. Das ist mir auch egal. Nee. Eigentlich, ich wurde ja schon gespottet, macht Sinn. Verreck, du Stück Hurensohn, Alter. Das regt mich schon auf, Mann. Kommst nicht durch in seinen Turm, an seine schwächste Scheißstelle, die er da besitzt, und dann sagt es mir, du kommst nicht durch. Sag ihm, ich würde bei ihm nicht durchkommen, wenn ich wirklich abpralle oder sowas, aber nicht, wenn ich ihn direkt in die Fresse schieße und der Schuss dann einfach normalerweise abprallt, wenn überhaupt, von seinem Winkel, was er da besitzt, und dann sollte er weiterfliegen, der Schuss, weiterfliegen, ne? Das heißt, der Schuss würde sowieso in den Panzer eindringen, egal wie. Egal. Die nächsten zwei Matches versuche ich echt wenig zu machen. Ich werde mich zu konzentrieren versuchen, weil das. Ich verstehe das nicht. Ich werde. Ich ergibt ergibt für mich voll wenig Sinn gerade. Ja, der wurde rausgenommen. Und ihr seht, wie lange ich zielen muss. Der Panzer ist echt schlechter als der 263, das kann ich euch sagen, weil der 263 ist schnell, gepanzert, mobil. Von dem Panzer kannst du nicht so viel sagen. Auch wenn ihr ein bisschen mehr Damage macht, reicht es nicht aus. Ins Weltall ist der Schuss geflogen. Wo denn sonst? So triffst du sie nicht. Die meisten Leute spielen ja mit Rechtsklick.
Und dann ist alles tutti frutti. Hab sowieso nicht mehr viel AP und tanken kann ich eh nichts. Weil ihr seht ja, wo bei mir überall durchgekommen ist. Und einmal in die Seite, glaube ich, oder zweimal. Ja, fällt die Bäume, ist mir scheißegal, wenn ich tot bin. Ah ja. Nehmen wir die Maus mal schnell raus. T92 ist auch noch am Start. Weil wenn die Maus tot ist, dann stirbt jeder Gegner. Ich sehe gerade gar nichts. Wieso? Sind hier nicht mehr 300 Meter? Okay, der vier hat den falschen, also den falschen Klammern, den anderen gekillt. Aber versuchen wir das nochmal. Das waren die vier Leute. Ich habe keine Ahnung. Wo sind die Schwächen? Wo sind die Stärken von euch Panzern? Wo? Ich komme doch mit einem normalen T-62A sogar dadurch. Und jetzt ist er bei mir gerade nicht durchgekommen. Der Durchschlag ist nicht mal so weit weg. Geile Sache, Mann. Komm, zieh mir ganz aus. Ich mache jetzt 25 Zoom. Er ging nicht durch. Wo sollte ich ihn sonst treffen? Ich muss wieder auf den nachfachen Zoom rein. Sonst sehe ich gar nichts. Da war jetzt halt gerade AE am Start, okay. Da ist sein Nippel. Munitionsverschwendung, Leute. Ich verstehe es auch nicht. Also E4, so wie ich ihn als Panzer kenne, Nippel, beide Backen, kommst du ohne Probleme. Also nicht mal Durchschlag brauchst du dafür. Also, du kommst mit dem 9er schon da durch. Wieso komme ich. Sogar im 8er kommst du schon den Nippel durch. Wieso komme ich mit dem 10er nicht da durch? So verliert sich der Durchschlag auch wieder nicht. Der wird jetzt nicht zu 0 oder so, ne? Ich gehe jetzt einfach sterben. Das macht mir ehrlich gesagt keinen Spaß. Schieß auf ihn, du willst, Mann. Ich hab keinen Bock. Das macht einfach keinen Spaß, Mann. Da schaut euch das genau an, wo ich ihn getroffen habe. Wieso bin ich nicht durchgekommen? Verstehe ich nicht. Sein Panzer wurde da nicht verstärkt und das ist kein E3. E3 kommst du da nicht durch, weil ich das nachvollziehen kann, aber nicht beim beschissenen E4. Ihr habt es wortwörtlich gesehen. Ich habe ihm da eine fette Schelle hinterlassen und es hat nichts gekümmert. Die nächsten zwei Matches sage ich gar nichts, Leute. Gucken wir mal, ob sich da das Spielverhalten ändert. Weil ich bin ehrlich gesagt enttäuscht. Man hat zweimal in den Nippel getroffen bei beiden Panzern und die haben nichts gesagt. Einfach null. Beschissenes Spiel, Mann. Das ist auch das Schlimmste. Wenn die Panzer auf HD-Modell machen, dann haben Panzer unrealistische auf einmal Änderungen. Auf einmal hat der Panzer Panzerung, obwohl er dort niemals Panzerung hatte, ne? Wieso verändert ihr so einen Scheiß? Wieso macht ihr das? Was machst denn du jetzt hier 100? Meine Fresse, Alter. Da habe ich ja mit Load hier mehr Spaß, Alter. Mehr komme ich durch als mit dem Dreckskack, was ich habe. Zehner, Alter, der nichts kann. Der erste Objekt 268 hat so viel Scheiße angerichtet beim Gegner. Und jetzt auf einmal macht er gar nichts. Er macht absolut gar nichts. Du kommst gerade mal so bei jemanden durch. Du verschießt jeden aus der Distanz unter 300 Meter. Denke ich mir, what the fuck? Kommst du in die Schwachstelle nicht durch? Mit 300 Durchschlag. Das ist doch komplett unrealistisch. Schieß mal in die Seite. Sonst hast du es verkackt. Es war klar. Es war mir schon so klar, dass er verkackt.
Boah, der will noch abblocken, aber das schafft er, glaube ich, nicht. Ja. Das schafft er nicht. Amarok-Crit hat er, oder wie? Glaub schon, weil sonst würde er ihn nicht nochmal abschießen können. Oder hat er kein Ammo mehr? Das wäre saulustig. Er hat den gerade nicht getroffen. Wie das? Keine Ahnung. So, der letzte Panzer ist dann auch gleich weg. Der unnötigste Panzer für den ganzen Match. So, ist ziemlich heiß. Ich habe halt gerade den Ventilator ausgemacht zum Aufnehmen. Weil ich verrecke gerade vor der Wärme. Für manche Leute ist es nicht heiß, aber ich reagiere auf diese Kackwärme. Wie weiß das ich was? Ah, Report. Ein weiterer Fall für einen Report. Ich bin echt Report-geil, was das angeht. Solche Aktionen sind doch echt lustig. So, machen wir nächstes Match. Jetzt halte ich mal meine Klappe. 2600 Damage. 50B. TD50 Area. Oh, wir haben sogar eine 3 gehabt, das wusste ich gar nicht. Minus 28.000 Credits. Obwohl wir einer der Top 3 Damager sind in unserem Team. Und du kassierst so einen Haufen. Wisst ihr, wieso ich so viel Minus mache? Weil die ganzen Schüsse, die ich abgeschossen habe, nicht durchgekommen sind. Wären sie durchgekommen, dann hätte ich natürlich gleich mal 10.000 Credits mehr bekommen für jeden Treffer. Aber natürlich diese 10.000 sind übertrieben, jetzt gesagt, das war Sarkasmus und so. Aber das ist lächerlich einfach. So, ab jetzt halte ich meine Klappe. Und dann könnt ihr mal sehen, wie ich normalerweise spiele, ohne viel zu reden. Wie ich halt offline spiele oder so. Okay. Oh nice, die Flanke ist gar keine. Schöne Sache. Okay, ich wurde nicht gespottet. Macht Sinn. Boah, wieso verstellst du dich geschützt? Ich sehe nichts. Nee. Oh, in 100. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Wie wurde ich denn jetzt gesehen? Torte. Grille 15.
Ja, wo bist du? Und ich habe ihn permanent nicht gesehen. Na, schön, dass du mich jetzt gesehen hast, aber es sind. Das ist ein Todesurteil, Bruder. Panzer 4, okay. Wie bitte? Okay, ich fahr mal hier raus, weil das bringt gar nichts. Was machst denn du hier, Sieben? Was machst du? Fährst du jetzt vor oder zurück? Entscheide dich. Kassiert gerade Unmengen. Okay. Cap hat begonnen. Nichts da, Kollege. Zwei Leute cappen. Was? Wer? Wer? Hä? Ich bin gerade sprachlos. Wer hat mich gesehen? Die Scout. Nur die Scout könnte das wahrscheinlich gewesen sein. Das hat mich gerade echt gewundert. Tja. Zu viel schwer. Oh. Reset ist aber gelungen. Ich glaube, ich schaffe das niemals rechtzeitig dahin. Die Captain trotz unentschieden gerade. Okay, wir Captain ebenfalls. Ne? Macht leider Sinn. Ah. Macht keinen Sinn. Machen wir nächstes Match dann. Weil dann seht ihr ungefähr einfach, wie ich spiele, ohne dass ich halt versuche sofort zu verrecken. Weil klar, es ist schon etwas, es ist schon eine Kunst eigentlich zu reden und ein gutes Match rauszuholen. Oh, gut gespielt, der Kollege. Aber das ist meistens sehr schwer halt einfach. Wenn du alleine für dich spielst, ist es halt ein ganz anderes Gefühl, als wenn du die ganze Zeit redest, weil dann musst du überlegen, was du sagst und was du, ja, was du halt passendes sagst im Spiel und muss halt währenddessen noch konzentrieren, wer wo ist und was passiert. Und wenn ich halt für mich, also so wie ich jetzt gerade spiele, ihr seht schon, ich rede kaum. Ich bin eigentlich mal, also klar, wenn ich alleine bin, dann höre ich Musik erstens und dann ist Funkstille bei mir und kein Stress. So, Heavys 2, 3 haben wir. Schauen wir mal, wie das ausgeht. Und nebenbei so, was ich mache, ich campe niemals in der Nähe von der Base, also niemals in diesem Bereich hier, diesen fetten vierten Quartal von der Map, man, da campe ich nicht, da tut man einfach nicht campen, denke ich mir halt so, weil ich verstehe das nicht, weil die meisten CDs sind eigentlich gut gepanzert, sonst wären sie ja nicht ständig unterwegs, aber naja, so, zweites Match, ich bin wieder leise. Oh, wir haben sehr viele Medium. Das ist irgendwo gut. Zu
nur 63 ist an der Base. Boah, 2, 4, 5 Leute. Oh, es wird eng. Dann schauen wir mal, was wir machen können. Weil die kommen bestimmt nicht mit allen Medium dahin wie wir. Das Schlimmste wäre, wenn die alle unsere Medium da hinten rausnehmen. Dann haben wir fast verloren. Boah, der E50 haben wir sich aber was getraut, ey. Was hat denn das gerade gebracht? Oh, jetzt ist hier aber einiges los. Da müssen wir, glaube ich, ein bisschen mitwirken. Boah, bleib jetzt bloß nicht stecken, Mann, das regt mich auf. Kein Stress. Kein Problem hier für dich. 6, 5, 4, 9, 2, 1. Ja. Das sieht doch gut aus. Wir haben sie echt gut eingeschränkt, ey. Nicht schlecht. Boah, küsst doch nicht die Kackwand. IMX, IMX, okay. Objekt, was ist Objekt? Achte. Gefährlich. Ah, alles klar. Jetzt ziehen wir uns. Gott. Alles klar, in der Kurve hat er mich rausgenommen, alles klar. Das war ein Fail von mir. Automatischer Feuerlöscher, Wichser, Mann. Der hat mich sogar noch getroffen. Meine Fresse. Und diesen beschissenen Objekt 416 hätte ich jetzt eigentlich reporten, also würde ich reporten, aber Goldhurensohn einfach, Mann. Naja, gut. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Weil niemand in der Welt hat so einen Reflex. Weil, wenn du den Panzer kennst, den Objekt 416, der brennt nicht so leicht. Und ich habe ihn halt rein zufällig angezündet, weil ich habe schon so viel Damage reingedrückt, dass es gekrittert hat alles von Ende, was er hat. Er zündet sich an und löscht sich automatisch sofort danach. Dann müsste mindestens noch einmal gebrannt haben, bevor er reagieren konnte. Nein. Scheiß Premium-Noob, Alter. Auch wenn es nur Nacht da ist, das interessiert mich ein Scheißdreck. So eine Kacke kann man sich sparen. Zeig doch ein bisschen Skill. Überlebe. Er hat nicht mal gespielt, er ist einfach nur rumgefahren wie ein Blöder
Man hat mir noch so geschafft, den Damage reinzudrücken. Naja. So, aber jetzt machen wir noch ein Match dann. Boah, dein Amorak ist weg, Bruder. Oh, der brennt. Das ist, was ich meinte. Er musste reagieren, weil er hat nicht realisiert, dass er brennt. Und deine sofort. Knopf hat sich automatisch realisiert. Fertig. Kein Problem. Komm, den killst du noch. Tu das. Wunderbar. Und die letzte Stück Arti treffen wir auch noch. Was ich ja lustig finde, ja, die hat mir jetzt nichts getan, ne? Naja. Mir geht's nicht um den Kill, sondern es geht ums Prinzip einfach, dass ich... Oh mein Gott. Das ist eine richtig schlechte Reaktionszeit. Gegner. Warte, das war ein Gegner. Ach so, ich muss ja schießen. Ja, du bist schon im Grab, Alter. Du bist schon in der Garage wieder. So lange, wie du überlegt hast, Kollege. Na gut, machen wir das letzte Match dann. Sind, glaube ich, jetzt dann schon genug. Ihr seht schon, konkret anderes Spielverhältnis. Und auf einmal ist immer Top Damage. Das ist so typisch. Ich kann einfach nicht so viel, nicht so gut reden und dann auch noch super spielen. Das funktioniert, man funktioniert es nicht. Muss halt, weil ich denke halt mehr über das Spiel dann an sich nach, also über das Spiel, was da abgeht gerade. Anstatt, dass ich da überlege, was ich gerade sage. Ne? Das ist halt ein bisschen doppelt kompliziert. Multitasking kann ich schon, aber nicht... Wenn ich da mich sehr vertieft, wenn ich das richtig ernst nehme. Ja gut, dann machen wir jetzt das letzte Match hier. Pure Szene-Match, keine Artis, es ist gut. Ein Neuner hat der Gegner ein bisschen Pech, nee, hat kein Pech gehabt, der hat einen Zug gemacht. Das ist dann Pech gehabt. Ja, jetzt überlege ich, wohin fahren wir. Rechts, links, rechts, links, rechts, links. Ich fahre rechts. Und da links. Fahren wir rechts. Fahren wir erstmal rechts auf die sichere Seite. TDs sind mal genug. Bald werde ich auch den... Also E4 habe ich ja eigentlich theoretisch schon, weil ich den T30 habe. Aber den E3 müsste ich nochmal erspielen. Wäre auch mal interessant. Wird aber halt wieder langsames Spiel sein. Aber dafür hoffentlich mit ein bisschen Panzerung. Und da muss man sich gleich von vornherein sagen, okay, ich fahre jetzt dahin und nicht dahin, weil du kannst nur eine Richtung fahren, weil die letzte andere Richtung kannst du nicht wieder zurückfahren. Dann bist du tot. Oder du kommst niemals dort an, dann kämpfen sie halt weg. Deswegen musst du gleich dich richtig entscheiden, so ungefähr. Weil er ist halt echt langsam, 15 km/h oder 20, glaube ich, maximal waren das. Das ist schon ein bisschen krass. Wieso bin ich an der Front, obwohl der IS-7 schneller ist als ich? I don't know. Tja, Kollege, das hast du jetzt nicht gedacht. Du hast dich für mich erschrocken, der kleine Bur. Okay, da wird ein bisschen zurückgeschreckt, das finde ich gut. Oh, jetzt kommt der Big Boss. Ein Tausender bitte. Ja, ich weiß schon, dass ich gespottet wurde. Oh, 100 ist nicht cool. Hahaha. Eigentlich müsste er bei mir easy peasy durchkommen. Aber der 100 mit Gold. Können wir uns gleich eine Scheibe abschlagen. Den letzten Report wieder. Also ich habe, glaube ich, in 2 Tagen komplett 2 Reports ausgebraucht. Also alle Reports ausgebraucht. Das war ehrlich gesagt... Das ist nicht dein Ernst, hier ist 7, oder? Ja, alle wollen die Kills, das ist mir schon verständlich, klar. Es dauert nur zu lang bei euch, Leute, ihr überlegt zu lang. Auf so eine Distanz, also bis 100 Metern, kann man schon ein bisschen entspannt, was Aiming angeht, spielen. Aber die kennen uns halt anscheinend noch nicht. 4-7. Base verteidigen. Holy shit, habe ich verkackt. Und ich werde ganz sicher nicht rushen.
Ich hoffe, der kommt nicht von hinten bei mir, das wäre etwas schmerzhaft. Aha. Und der Badge schießt echt auf mich. Oh mein Gott, da kommt ein Haufen. Ja, ich bin tot. Pff, kommt der E50 noch? Ich dachte, meine Kollegen würden reagieren, aber die sind ja auch alle tot. Naja, das letzte Match dann ist auch vorbei. Ja, ja, lauf. B. Ah, ist wieder aufgewacht, okay. Könnte vielleicht sein, dass er geguckt hat. Wohin guckst du? Wohin guckst du? Rechts von dir, Kollege. Er realisiert es einfach nicht. Schau dir das an. Null Reaktion. Das ist, wenn man diese. Das ist auch sogar, was ich schon bei der Fahrschule lerne. Niemals auf einen Punkt konzentrieren. Du musst um dich herum gucken. Weil wenn du auf einen Punkt guckst, dann fährst du einfach in die falsche Richtung. Und dann stirbst du. Wie der Kerl. Immer umsichtig gucken. Zum Beispiel, zack, okay, der kann nichts machen. Lieber gucke ich auf den, obwohl er sowieso tot ist. Aber meine Güte, er hat wenigstens geguckt. Nicht so, ja, ich fahre einfach geradeaus, obwohl neben ihm zwei gefährliche Gegner sind. So ungefähr, naja. Das ist dieses punktuelle Gucken niemals oder niemals im Scharfschützenmodus fahren. Das macht auch wenig Sinn. Da kommst du auch nicht weit. Wir haben 1, 2, 3 Zehner mit 0 Damage. Geile Sache. Der Gegner hat nur einen. Geil. Na gut, Leute. Ich hoffe, es hat euch immer gefallen. Ich verabschiede mich von euch und wir sehen uns morgen bei einem weiteren Part. Let's Play WT hier X-Matches wieder. Bis dahin. Ciao.